Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Ulvor, dem Rollenspiel und Bau Let's Play. Ja, wir gehen noch ein bisschen auf Kuhjagd. Ich habe recht viel, 13 Fell jetzt in diesem Wald gefunden. Und ich habe zu Hause noch den Berg, also den Hügel, von Bäumen gesäubert. Genau. So, Kühe wurden auch ein bisschen mehr zu Hause, aber es geht noch einige Zeit. So, da haben wir noch Yellow Elderberry Bush ein paar gefunden im Wald. Und wir sind jetzt einfach hier oben. Da war ja das Dorf im letzten Part. Und da drüben hat es auch nochmals ein Dorf. Können wir da wieder zurück? Da habe ich, glaube ich, einen Wegpunkt. Dorf 2 Tiger. Mal kurz schauen, was da drüben ist. Einfach nur noch ein Weg und ein Feld? Oder ist das nochmals ein Dorf? Und wieso hat es hier noch mehr Kühe? Die Kuh-Tiger. Die Kuh-Tiger. Ja. Komm, eine Kuh noch, komm. Wir müssen uns richtig vorsorgen. Ja, scheinbar ist er auch noch mal ein Dorf. Und hier hat es noch Wölfe. Sehr gut. Also wunderbar. Noch mehr Wölfe. Er ist ja völlig voll hier. Also. Da hat es noch die Beetroots. Rote Beete. Danke, das sind Kartoffeln. Und, ja, spezielle Gebäude hat's nicht. Smart Kirschholzbretter, die sich dann wieder umwandeln in hellbraune. Oh, das ist ein schönes Holz. Ja, ist nicht gerade für mich, aber eines der Dorfbewohnergebäude, die sie dann in einem realistischeren Dorf machen. Take-Baum haben wir schon, aber nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ach komm, nehmen wir noch was mit. Wir haben bald gute Truhen. Der Kescher, den brauchen wir auf dem Hügel, wo das ja, das Haus hinkommt, sind leider zwei Waben. Und ja. Okay, jetzt hat es gerade kurz gelegt. Das sind immer so die Sachen, die erschaffen werden, generiert werden in der Umgebung. Also wenn gerade viel Umgebung, vielleicht ist der Schnee hier am Legen gewesen, also so ein kurz Java nicht hinterherkommt, gibt es kurz diese Chunk Loading Lecks. Das ist, ja, wenn nur die Mods einfach super Ding optimiert werden. Diesen Stein, der irritiert mich immer. Sieht immer aus wie Mossy Cobblestone. das ist, glaube ich, Diorit. Andesit, ja. Andesit, ja. Okay. Na gut. Hallo. Können wir den gleich mitnehmen? Wir haben ja einen Kescher, aber ich möchte noch nicht alle Bienen haben und dann anfangen zu züchten. Ich möchte lieber anfangen zu züchten und die Bienen dann holen. Ich kenne ja die Biome auf der Map. Dann können wir die einfach überall holen. Die sind recht häufig. Okay, sehr schön. Ah, hier hat es auch Elderberries. Okay. Das ist ja mal so richtig schön, gemütlich hier. Palmen und dann plötzlich Eis und Schnee. Ja, das jetzt zu erkunden, wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Einfach mal kurz ein bisschen nach Norden und dann wieder zurückkehren.
Ja, ich denke, weil das Dorf in der Nähe ist mit zwei Waypoints, müssen wir da auch keinen Waypoint machen. Also wird nichts sein. Schade. Aber sieht cool aus. Und das ist richtig toll. Also da könnten wir vielleicht sogar eine große Stadt bauen oder so. Wird schwer natürlich. Aber ich meine, wir können alles irgendwann mal bauen. Es dauert einfach einige Zeit. So, wir haben viel Leder. Wir können also jetzt beginnen mit Mistcraft auch. Und nebenbei, ja, verzaubern. Okay, die greifen an, scheinbar. Ui, die können mich so schnell töten. Das war früher so nicht. Sicher schon ein paar Jahre, 4 oder 5 Jahre her. Aber ja, brauchen wir dafür einen Anzug? Machen wir wieder Add Forestry. Haben wir hier einen Anzug irgendwo? Weil die tun mich knockbacken, also die hindern mich, das abzubauen. Also ich sehe nichts, keinen Schutzanzug. Komisch, komisch. Kann man dann die Bienen irgendwie betäuben oder so? Man erkennt die Items einfach nicht. Ah, Regen. Machen wir einfach Regen und dann kommen sie nicht raus und stechen uns nicht. Ich glaube kaum, dass es jetzt da anfängt zu regnen. Okay. Sie haben sich irgendwie ein bisschen beruhigt. Wahrscheinlich einfach am Tag nicht. Ich denke, Bienen werden halt zahm in der Nacht. So, wo ist der zweite? Ah, da. Irritiert vom dem da drüben. Okay. Okay, ein Smoker. Jetzt wissen wir, was das ist. Aber One-Hit? Wie können Bienen One-Hitten? One-Hit-Kill. One-Hit-KO. So. Okay, lieber Mod. Du wirst mich herausfordern. Ja, werden wir dann sehen. Und dann groß und stark bin, Level 100. Ha. So, also, ist jetzt gerade Performance technisch echt nicht gut. Was hat jetzt irgendwie Java? Ich bin faul, ich habe schon Erfolge aufgenommen. Keine Ahnung. Aber soll eigentlich immer alles gut sein. Ja, die Hintergrund-FPS oder was das ist, die zweite Zahl links oben, die war kurz ein bisschen niedrig. Also kann schon sein, oder sind das Chunk-Updates? Irgendwie so etwas. Mysteriös. Also Smoker. Was ist der Smoker? Also einfach Smoker. Bienensmoker. Zinnbahn. Okay, ich muss Zinn und auch zwei Leder. Das ist etwas für die Zukunft. Wir haben es ausprobiert und scheinbar, ja, geht's ja so nicht. Kann ich auch nichts machen, dass wir der Mod so uns blind irgendwie beim Ausprobieren töten. Oh, Killing Streak. So, wir nehmen zwei Wolle und nehmen einfach mal noch mehr mit und schauen mal, ob wir einen Schlafsack herstellen können. Drei Wolle, okay. Sehr gut. Das sind alle Items, die ich jetzt im letzten Part und zwischen dem letzten Part und diesem Part geerntet habe. Ich mache wahrscheinlich mehr solche Truhen. Muss es einfach nicht vergessen auszuladen, weil ich ja sonst nichts mehr Neues reintun kann. Okay. Wir haben irgendwo Papier hingetan.
So, machen wir das. Machen wir die ersten Bücher. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Na, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Hälfte haben wir schon mal. Wir brauchen doppelt so viel Leder. Okay. Na gut. Müssen wieder ernten. Und dann gleich die Kühe, die sind wahrscheinlich jetzt wieder paarungsbereit. Geht ja leider noch einige Zeit. Aber wir sind ja eigentlich da, um Mistkäff zu machen. Nur, wir brauchen dafür auch noch Leder. Also haben wir jetzt gerade wieder echt ein Problem. Es geht alles so langsam. Ich möchte einfach noch mehr Kühe haben, damit ich mehr auf einmal schlachten kann und dann gleich noch genügend habe, damit ich wieder so viele habe. Okay, nur eine Kuh möchte noch paaren. Okay. Ich habe verstanden. Wir müssen noch viel länger warten. Sonst haben wir einfach wenig zu tun. Wir könnten bauen, ja. Könnten jetzt eigentlich bauen. Nur eben, das möchte ich wirklich dann kurz in einem eigenen Part machen. Ich glaube, die Schafe sind genügend. Die muss ich dann umfärben. Aber ich brauche noch keine Wollfarbe, deshalb lasse ich das noch. Also, ich habe ja die Kirsch, also die Früchte und einfach die Bäume mit Früchten dort hochgebaut und hier habe ich die farbigen Moos hingetan. Da habe ich noch eine andere Moosart hingesetzt. Die platziere ich dann auch irgendwie hier am Berg hin. Und geangelt habe ich im vorletzten Part, also ja. Ja, im letzten Part, vor dem letzten Part auch. Nochmals fast eine Angel. Leider immer noch keine verzauberte Angel gefunden. Aber gut. Wir können hier aber mal, ja, machen wir eine neue Truhe. Ja, toll. Kein einziges Holz. Wir könnten eigentlich Eisentruhen so langsam machen. 1, 2. Ist ein bisschen viel zu viel Eisen. Ja, egal. Wir haben irgendwo noch Eisen. So. Dann haben wir irgendwo Eisenerz. Das machen wir rein. Und haben wir Tintenbeutel. Die Kohle kann runter. Ja, das ist die Sache. Kann man die kombinieren? Irgendwie kombinieren? Nein. Aber wir machen jetzt alles hier raus. In diese Holztruhe kommt immer das Neueste, was ich geangelt habe. So. Und in die Truhe, die wir jetzt befüllt haben, machen wir jetzt einfach nochmals die restlichen Fische, Sachen, die wir geangelt haben. Haben wir so ein Todesding nicht gefunden? Strange Scroll? Okay. Da haben wir noch einen Fisch. Ja, das wäre eigentlich alles. Okay. Beim Fischen finden wir viel. Ich habe immer wieder Lust, einfach wenn ich nichts zu machen habe, kurz mal zu angeln oder so zwischen den Parts. Weil ich weiß ja nie nach einem Part, wie viel ich jetzt wirklich
Zeit investieren muss für diese Sachen. So. Okay, wir haben ganz viel Weizen, das eigentlich rüber kann. In die Truhe dort bei einem Gehege. So, hier habe ich die Blumen hingesetzt, die wir gefunden haben im letzten Part. Und die vermehren sich scheinbar nicht. Aber einfach mal so einen Test gemacht. Aber dass sie auch wirklich ein Ding haben. Also die wollen noch nicht essen, aber sie sind hungrig. Ich finde es so toll, dass Forestry solche Insekten überall hinstellt. Schade, dass kein Tiermod so richtig performancefreundlich ist. Das ist so wirklich. Ich weiß es auch nicht. Also jetzt läuft alles wieder flüssig, aber ja. So, beim Chunk aktualisieren und so ist irgendwas richtig langsam. Könnte Forestry sein, könnte Plants Megapack sein, aber irgendein Mod ist so richtig langsam auf Texturen laden. Das ist nicht so gut. Naja. Also wir brauchen sehr viel mehr Weizenwald. Weil wir eben nochmal doppelt so viel Leder haben müssen. Also jetzt denke ich mal, sagen wir 30. Nochmals. Leder. Also das heißt, zwei Erntungen abwarten. Also zweimal Schlachten abwarten. Ich denke, das gibt nur so 20 Leder pro Schlachtung. Und ja, das ist nicht so toll. Das können wir noch kurz umplatzieren hier. Damit wir eigentlich im übernächsten Part dann das Haus bauen können. Terraform. Ich kann euch kurz noch hier oben zeigen. Ich mache den Hügel hier drüben alles ebenerdig auf diese Ebene. Auf die Ebene. Alles ebenerdig. Und baue das hier, Haus hier so relativ viereckig. Das ist echt ein bisschen eckig auf der Seite oder so. So, da ist ein schöner Platz. Dann kann ich hier auch noch einen hinsetzen, das so richtig breit aussieht. Okay, wir müssen noch die Sachen hier, die Kiste tun. Also, als weiteres, als nächstes gibt's noch das Anpflanzen von Kürbissen. Melonen haben wir noch nicht gefunden. Ein Stollen fehlt. Weiß es nicht. Die Kürbisse. Den Kürbiskerne machen. Kürbissamen. Und jetzt brauchen wir noch kurz ja. Wenn wir die finden würde. Hier ist, glaube ich, dort drüben in der Kiste. Ja, hier sind sie ja nicht drin. Oder sind sie hier drin? Nein. Ja, die Hacke. Okay. Ich rede wieder von Mehrzahl, dabei meine ich nur eine Hacke. Ein Hacker. Ah ja, jetzt weiß ich noch kurz, was wir machen könnten. Und zwar ein Custom NPC erstellen. Also, okay. Kurz ein bisschen länger noch. Ah, das geht gar nicht, wenn wir das so machen. So. Und so. Das reicht. Also. Und zwar müssen wir da in den Game Mode kurz reingehen, weil wir bekommen sonst die Hacke nicht. Die Custom NPC Hacke. Da oben. So, die anderen Sachen können wir, wenn wir sie dann brauchen, wenn wir ein Dorf haben. Oder der Butler oder so. Gut. Weil wir brauchen einen Chunkloader. Den stellen wir zum Beispiel. Ich weiß nicht, er loadet eigentlich immer nur einen Chunk. Ich weiß jetzt nicht, wie man die Chunks anzeigt. Aber ich setze den mal
mitten in die Kühe rein, damit wirklich da der Chunk geladen ist. So, wir nennen ihn NS. Nein, nicht MS. NS. So. Das ist ein kleines Easter Egg sozusagen. Für einen Kumpel. Vielleicht schaut er ja mit. Und Junklode, damit einfach die Kühe sozusagen immer wieder hungrig sind, wenn wir mal weit weg waren. Okay. So. Wenn wir jetzt kurz noch das Modell. Nein, nicht Modell. So eine Textur auswählen. Spieler, genau. Da Hennes eingeben. Was hat er dann für eine Textur? Keine. Und wenn wir Hennes. Okay. Sieht nicht so. Ja. Situationsmäßig aus. Aber der Hennes. Ist das Johann? Johann Hennes? Hen? Der Schluss? Johann Hennes? Okay. Komisch. So, die NPC-Wand machen wir immer in die Kohletruhe oder so, also in die Erzetruhe, damit wir die immer wieder finden. Und ja, hier brauchen wir keinen Schunklode. Außer das Weizen, aber das Weizen. Ja, echt schnell. So. Das wäre auch fertig. Ja, wir haben ja eine Truhe mit Grünzeug, deshalb tue ich die hier rein. Und ich möchte eigentlich noch. Ist das Paduk? Im Setzling her sieht es gleich aus. Nein, das ist der Take-Baum. Okay. Setze ich einfach mal kurz. Ne. Paduk. Ein Baum hier hin, mal schauen, ob er wächst. Und ending dann wieder. Okay, jetzt brauche ich noch eine Schaufel und dann können wir den Part beenden. Weil ich muss ja oben das Haus vorbereiten. Und dann können wir schön hoch. Dann machen wir hier einen tollen Weg runter. Das wird wunderbar. Ja, die Mine ist ein bisschen im Weg, aber neben der Mine können wir auch einen Weg runter machen. Das ist kein Problem. Muss ja jetzt nicht echt wie eine Mine aussehen. Und das Haus, also die Bretter vom Ding können wir ja als Boden benutzen. Gut, Obsidian und Speicher und die Diamanten. Also dann hätten wir im nächsten Part wahrscheinlich dann auch eine Mistkräft-Welt. Ja. Viel Spaß noch mit anderen Dingen, euer Drago Basler. Bis zum nächsten Video. Tschüss.